Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Annette und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich für euch Look Fantastic Beauty Box, The Box Unboxing. Habt ihr Interesse, dann bleibt dran, viel Spaß beim Zuschauen. Diese Beauty Box kostet 15,50 € pro Monat und lieferbar in der Schweiz. Das ist schon etwas Besonders für uns, weil normalerweise Beautyboxen sind nicht lieferbar in der Schweiz. Also, ich bestelle und bekomme genau zu mir nach Hause. Das ist schon etwas, aber gefällt mir etwas nicht und das genau per Packung. Ab Februar leider bekommen wir nicht mehr die normale Box. Wir bekommen jetzt einfach so Box ohne Box. Es heißt jetzt The Box. Keine Ahnung warum, aber haben sie, meine Look Fantastic natürlich, so entschieden. Und wir machen einfach weiter oder verabschieden uns. Ich weiß noch nicht, mein Abo noch läuft und bis wann, habe keine Ahnung. Ich glaube ein oder zwei Monate mindestens noch mehr und dann schaue ich einfach weiter. Ich bin nicht so 100% glücklich. Ich brauche meine Box einfach, mich glücklicher zu fühlen. Einfach Me-Time, exakt Me-Time fühlen. Diese Box leider bringt für mich kein Me-Time. Es tut mir leid, aber das ist einfach so. Geld sparen kann ich schon verstehen. Welt unterstützen. Nein, ich sehe hier keine Unterstützung. Also wir schauen jetzt einfach rein, genug gesagt. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was haben wir da? Was bekommen wir im März? Und lohnt es sich überhaupt, diese Beauty-Box zu bestellen? Finden wir genau jetzt aus. Wie Sie schon sehen können, ich habe es einfach geöffnet für uns. Wir brauchen nicht extra Zeit zu verlieren. Also das System ist ganz anders wie vorher. Es ist irgendwie mehr modern geworden. Und hier nach oben, dann nach unten und wieder nach oben ziehen. Und dann ist es schon da. Also, was haben wir hier? Es noch ein paar Broschüren. Werbung brauchen wir gar nicht. Also, Geld sparen mit Papier und so. Werbung immer dazu. Schwarze Verpackung, schwarze einfach, wie heißt das, diese Papier, weiß ich leider nicht. Einfach so schwarze Papier und ganze Produkte sehen wir auch gleich hier. Also, ich ziehe erstens natürlich Karte. Karte ist auch hier. Beauty has no limits. Topic of diese Box. Und wir haben auch Scan-Me-Codes. Super, super klein, aber hoffentlich mein iPhone kann schaffen und scannen. Dann schauen wir natürlich, was für Produkte erwarten uns hier und gibt es noch andere Produkte oder nicht. Ja, erstens, was sehe ich hier, ist Emma Hardy. Und hier gibt es noch Informationen, ob das Full Size, Deluxe Size, Mini und noch Preis. Und ganze Information ist leider auf Englisch, nicht auf Deutsch. Und was habe ich noch vergessen zu sagen? Heißt, immer gibt es 6 Beauty-Produkte. Also nicht 5, wie bei Gossybox zum Beispiel oder bei Goodiebox ist immer 5 geblieben. Und bei Look Fantastic behalten wir 6 Produkten. Das ist schon etwas. Danke, Look Fantastic, mindestens für das. Also, Emma Hardy, der erste unser Produkt ist Deluxe Size und ja, hier ist einfach 30 ml und das ist Plump and Glow Hydrating Facial Mist. Das ist Spray für Gesicht, kann man für einfach so für Feuchtigkeit benutzen oder wenn es so heiß oder ich benutze persönlich vor dem Make-up, dass meine Haut ein bisschen mit Feuchtigkeit besorgt. Ich liebe solche Gesichtsspray. Ich benutze sie immer wieder, egal was für Saison ist, Winter oder Sommer. Ich liebe es einfach so. Ich freue mich besonders für dieses erste Produkt. Ja, es ist Deluxe Size, es ist nicht Full Size, aber trotzdem, es kostet ungefähr knapp 15 €. Hier gibt es natürlich
alle Preise nur in Pfund, nicht in Euro und natürlich nicht in Schweizer Franken, aber ich habe auch nicht in Schweizer Franken bezahlt. Ich zahle immer wieder in Euro. Das ist einfach günstiger. Ja, für Box zahle ich 15,50 Euro. Wenn ich dann natürlich in Schweizer Franken bezahlen könnte, dann ist 17,95 Franken oder irgendwie so. Das ist schon ein bisschen teuer, ich meine 2 Franken, ja, aber warum soll ich das noch zahlen? Wenn es 15,50 Euro ist, geht tiptop. Unser zweites Produkt ist Deluxe Size, ist Neon Perfect Night Sleep Overnight Facial Cream, 10 ml und irgendwie knapp 13 Euro. Ja, ist super klein, super süß und Hydrating Plumps for Well-Rested Skin. Ja, so, das ist Gesichtcreme und soll man vor dem Schlaf ja, verwenden. Würde ich sehr gerne. Können wir leider jetzt nicht ausprobieren. Ist es vermutlich jetzt noch geschlossen. Ich würde einfach so lassen. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt so viele Creme für Gesicht. Ich habe so viele Pflege, die ich natürlich, ja, irgendwann am liebsten ab sofort benutzen würde und es bleibt einfach jetzt geschlossen, bis es Zeit kommt. Weiter, schauen wir jetzt weiter. Unser drittes Produkt, bitte, Full Size, endlich etwas in Full Size. Aber das ist Palette von Wet n Wild, Color Icon 10 Pen Shadow Palette und gibt es 2 Shade Variations, also das kann sein in 2 Variationen. Ja, meines genau wie jetzt auf dem Bild. Das weiß ich nicht, was gibt es für andere, zweite Variation. Was soll ich sagen, Wet n Wild ist super, super günstig. Es ist echt, ja, Drogerie Mark. Ist knapp 7 Maximum. 8 Euro, das ist, ja, meiner Meinung nach, das ist zu wenig. Normalerweise erwarten wir für Look Fantastic etwas ein bisschen noch höher. Aber, ja, es ist nicht schlimm, es ist gar nicht schlechte Palette. Es sieht super hübsch, praktisch, für jeden Tag Make-up kann man verwenden, ja. Aber diese Palette leider bleibt nicht bei mir. Ich habe schon genug davon und ich würde nicht so einfach so die hier zu Hause lassen und die einfach Platz nimmt und ich würde sie vermutlich nie verwenden. Am liebsten übergebe ich als Geschenkpacke für meine Freundin und hoffentlich sie kann sich ein bisschen mehr freuen als ich. Ja. Nächste, iPhone, bitte nicht einschlafen, jetzt ist nicht Zeit. Also, diese drei Produkte waren für alle gleich. Und dann gibt es noch Variationen. Noch einmal, ich wohne in der Schweiz, aber ich bekomme nicht die gleiche Beauty Box wie in Deutschland. Wir sind an der Grenze, aber trotzdem, my Box kommt genau wie Variation für UK. Das bedeutet, ich bekomme etwas anderes als die, die normalerweise Videos drehen und Unpacking-Videos machen. So, mein viertes Produkt ist Moroccanian Treatment Original 10 ml. Also, diese kleine 10 ml ist hier. Sieht es so aus und kostet etwa 5-6 Euro. Und hier ist noch was geschrieben, not for sale, also sieht so wie Sample aus. Kann sein, kann man theoretisch irgendwie in ein Set kaufen, ja, vermutlich. Aber habe ich noch nicht verwendet, habe ich noch nicht benutzt und ich weiß nicht, ob das wirklich gut funktioniert oder nicht, aber habe natürlich nur Gutes gehört. Ja, weiter, machen wir weiter und gibt es noch Variationen, das ist auch ein Variation, die bekomme ich und vermutlich, wenn sie das
diese Box auch bestellen, sie bekommen nicht. Deluxe Size von Cetaphil Moisturizing Version 29 ml und kostet Maximum 2 Euro. Es ist echt zu klein, es ist echt zu wenig natürlich, aber für Travel oder einfach für Ausprobieren, warum nicht, ist von normal to dry sensitive skin. Meine Haut ist genau normal, Richtung so trocken ab und zu, das passiert und natürlich, ich würde gerne ausprobieren, warum nicht. 29 ml ist schon etwas Kleines, aber ja, schnell weg. Das war alles von Variationen und haben wir noch weiter zwei Möglichkeiten, die ich leider nicht bekommen habe. Ist Invisibobo, das ist 3 in 1 Verpack. Invisibobo Original Hair Tie. Ja, das kostet etwa 6, knapp 7 Euro. Oder noch eine Variation, die ich natürlich auch nicht habe. First Aid Beauty Smoothing Body Lotion ist auch Deluxe Size, super klein, 6, maximum 7 Euro. Was kann ich schon hier sehen, dass mein Variation ist ein bisschen günstiger als die, die ist in Deutschland oder in anderen Ländern, in Frankreich zum Beispiel. Ja, aber nicht schlimm, paar Euro ist schon nicht kritisch. Was noch haben wir hier? Der sechste Produkt noch, habe ich noch nicht gezeigt, aber erstens würde ich noch Goodie zeigen. Diese Goodie ist Black Opium von Yves Saint Laurent. Ist ganz, ganz klein. Ich weiß nicht, ob 1 oder 1,5 ml. Sehe ich leider hier nicht. Das ist einfach eine Probe. Aber ja, immer, immer herzlich willkommen. Ich freue mich immer, wenn wir haben etwas Kleines noch dazu. Und ganz der letzte Produkt ist noch verpackt. Sehen wir jetzt, was da drin. Und das ist Physicians Formula Rose All Day. Und meine Farbe ist Soft Petal, Petal Glow. Was sehe ich hier auf der Webseite? Das ist, gibt's noch 3 unterschiedliche Variationen, die man theoretisch bekommen könnte. Ja, schauen wir jetzt, was habe ich hier und ob passt oder nicht. Verpackung selbst ist ja super hübsch, hochwertig. Der Karton ist hochwertig aus, sieht mindestens so. Und selbst Verpackung ist Plastik, aber auch super hübsch und hochwertig. Ja, mit Rosen schauen wir, wie kann man das öffnen. Also 2 Levels. Wir haben jetzt hier, der erste ist natürlich unser Highlight. Und Highlighter ist so, oh, so sanft. Oh, es riecht auch. Es riecht wunderschön. Es riecht blumig. Aber so, so dezent, ist einfach so leicht, kann man merken, aber ich nehme an, das kann schon natürlich auf dein Gesicht nicht bleiben. Aber schade, mache ich sehr. So, ich probiere ein bisschen, ob das überhaupt passt zu mir oder nicht. Es ist sehr, sehr dezent. Man braucht wirklich viel oder mindestens mit Finger oder mit meiner Aufpassung ist nicht so gut funktioniert. Ich nehme an, Sie können gar nichts etwas sehen. Also ist goldig in Richtung so rosé. Ja, gefällt mir absolut. Und was haben wir hier? Und unser anderer Level ist Spiegel, gute Qualität und noch Brush. Ja, warum nicht, ist auch dabei. Ich freue mich natürlich besonders für genau dieses Produkt. Und was noch hat mir super gut gefallen, ist dieser Gesichtmist, Gesichtsspray. Diese zwei Produkte haben natürlich ganze Box einfach nach oben gezogen. Und ich sage jetzt, es hat ja gelohnt. Es hat sich gelohnt und ich freue mich sehr, die zwei mindestens ausprobieren und natürlich benutzen. Was noch hatten wir in der Box? Die drei, sie sind echt
klein, super klein, super hübsch. Ja, ich würde sie auch 3 benutzen. Und Goodie, ja, super klein natürlich, auch es schnell weg wird und noch Palette. Diese Palette leider wird mich verlassen. Es ist gar nicht so kritisch, natürlich. Jemand kann sich mehr freuen als ich. Und das ist schon wichtiger, dass jemand einfach glücklich. Das ist natürlich schon wichtig, dass jemand glücklich ist. Also, was noch bald vergessen, unser Sneak Peek für nächsten Monat. Was haben wir? Mein iPhone wird gar nicht funktionieren oder das ist Internet, keine Ahnung. Also hier gibt es noch ein bisschen Beschreibung, das ist alles auf Englisch natürlich, wenn du Lust hast und noch mehr etwas lesen möchtest. Ja, das ist wieder über diese Box, warum da diese Box ist einfach in diesem Karton. Oh, what's coming up? Ist eigentlich nein, das ist Sneak Peek for Beauty Egg. Das ist Sneak Peek for Beauty Egg. Das ist gar nicht Sneak Peek for nächste Box. Aber das ist schade. Das finde ich wirklich schade. Also, wenn Sie natürlich Interesse haben, dann kommt noch diese Beauty Egg und Sneak Peek ist Sol de Janeiro Bam Bam Creme. Ist 75 Milliliter und das ist schon Full Size oder mindestens die kleinste von Full Size. Der richtige Full Size ist etwa 250 Milliliter, habe ich heute bei Douglas gesehen. Mhm. Ja, schade. Ich würde mich natürlich freuen, wenn dieser Sol de Janeiro bei unserer nächsten Box im April ist, aber das ist leider Sneak Peek für Beauty Egg. Das war alles für heute. Ich danke euch, dass Sie bei mir geblieben, dass dieses Video auch geschaut und ich hoffe, das bleibt einfach wieder so. Nicht vergessen, bitte ein Abo zu lassen. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und natürlich einen wunderschönen Tag. Bis nächstes Mal. Tschüss.